Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft und schauen uns zusammen die Neuerscheinungen für den Februar an. Ja, ihr habt richtig gesehen, im Januar gab es kein Neuerscheinungsvideo, denn es sind gefühlt im Januar nicht sehr viele spannende Neuerscheinungen herausgekommen, sodass ich für die zwei Bücher, glaube ich, die ich auf der Liste hatte, kein Video machen wollte. Für den Februar sieht das aber schon ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt, glaube ich, fünf spannende Bücher mir herausgesucht, ein bisschen natürlich auch die Wunschliste gekürzt und so überlegt, was möchte man zeigen, und ich werde euch die Bücher jetzt nach und nach hier auch einblenden. Ihr findet auch alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein, ich verlinke euch die Bücher, dann könnt ihr euch da, wenn ihr mehr Details wollt, auch einfach nochmal umschauen. Und ich denke, wir starten direkt mit dem ersten Buch, das am 3. Februar erscheint, und zwar ist das der dritte Band der Finde-mich-Reihe. Es ist Liebe mich für immer von Katinka Engel. Ich war ja mega überrascht, dass mich so begeistert hat. Ich bin ja nicht der klassische New Adult Leser, habe hier aber den ersten Band super gerne gelesen. Hatte ich damals im Urlaub mit dabei, war selbst überrascht, dass mich das so begeistert. Und der zweite Band war gefühlt für mich sogar noch etwas besser. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was wir hier beim Abschluss dieser Trilogie erwarten dürfen. Es ist, ich sage jetzt mal, erwachseneres New Adult, und wir haben Protagonisten, denen in der Regel im vorhergehenden Part des Lebens irgendwas passiert ist. Es ist auch so ein bisschen das Gefühl der Second Chances, also der zweiten Versuche, der zweiten Chancen. Und wir kennen hier bereits die Protagonistin, denn das ist Amy, die Sozialarbeiterin ist, die wir eben aus den beiden anderen Teilen schon kennen. Doch ihr fehlt so ein bisschen jemand, der sich auch mal um sie kümmert. Und wir treffen hier auf den Uni-Dozenten Sam. Und ach, wenn schon jemand Sam heißt, ne, das ist natürlich schon, das ist schon großartig. Ja, ich kann auch nicht anders. Ja, und die beiden erleben so ein bisschen eine wunderbare gemeinsame Zeit. Doch es gibt eben bei Amy in der Vergangenheit so ein bisschen ein Trauma, was sie verarbeiten muss. Und ich bin sehr gespannt, was es da auch noch mit Sam auf sich hat. Und ich mag den Schreibstil von Katinka Engel wirklich super gerne. Und kann die Reihe wirklich jedem empfehlen, der nicht zu kitschige, zu viel gefühlsduselige, New Adult Bücher mag. Ich muss auch sagen, ich hatte hier im ersten Teil, glaube ich, tatsächlich erst auf Seite 200 mal so einen Augenrollmoment, und ich weiß gar nicht, ich glaube, im zweiten Band hatte ich gar keinen großen Rollmoment. Den fand ich echt toll, weil ich Zoe so toll als Protagonistin fand. Und hat mir super gut gefallen. Und deswegen wird das weitergelesen. Dann kommt ein neues Buch von T.S. Orgel heraus. Und zwar Das Haus der 1000 Welten, erscheint am 10. Februar. Und hinter T.S. Orgel stecken die Brüder Tom und Stefan Orgel. Das ist ein deutsches Autorenpaar, die schon mal auf irgendeiner Leipziger Buchmesse damals mit irgendeinem Buch auch getroffen habe. Damals gab es vom Random House auch irgendwie so ein Blogger-Treffen, und da habe ich auch Caroline Wahl getroffen und Namen schon wieder verdrängt, und auch die beiden Orgelbrüder. Und ich finde tatsächlich, dass das Haus der 1000 Welten super spannend klingt. Denn es verspricht, das Leben in den verwinkelten Gassen Athels ist hart. Vor allem, wenn man nicht zu einer der großen Magierfamilien gehört. Die Straßenzauberin Stern schlägt sich mehr schlecht als recht durchs Leben, als ihr eines Tages der Schlüssel zum Haus der 1000 Welten in die Hände fällt, das einst der Sitz der Magiergilde war. Der Legende nach soll es unendlich viele Räume beherbergen, gefüllt mit Schätzen und Artefakten, die selbst aus einem einfachen Zauberern die mächtigsten Magier der Welt formen können. Gemeinsam mit ihrem Gefährten Fuchs, Arco, Belis und Salter macht Stern sich auf den Weg dorthin. Aber sie sind nicht die einzigen, die Geheimnisse des Hauses ergründen wollen. Noch ahnen die Schatzsucher nicht, was im Innern des Hauses wirklich auf sie wartet. Und ich finde, das klingt einfach toll. Ich bin ein High-Fantasy-Mädchen. Ich fand damals das Buch von T.S. Orgel richtig, richtig gelungen. Und ich freue mich hier auf das Entdecken dieses Hauses mit den unendlich vielen Räumen und der 1000 Welten. Es klingt einfach spannend. Es klingt interessant, es klingt innovativ und es klingt nach einer Welt, wo eben auch Magie herrscht, und das finde ich persönlich ja auch immer richtig, richtig schön, und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Dann gibt es den dritten Teil der Intel-Buchhandlungsreihe von Janne Mommsen. Der erscheint am 18. Februar und heißt Wiedersehen in der kleinen Intel-Buchhandlung. Hier gab es bereits Band 1 und 2, die ich auch beide schon gehört habe. Und ich bin einfach sehr gespannt, was uns hier der dritte Teil noch so ein bisschen versprechen wird. Wir treffen hier auf den Krimi-Autor Hauke, der auf einer kleinen Nordseeinsel aufgewachsen ist. Und er hat mit seinen Freunden Wiebke, Nicole und Kai verbracht er hier hinterm Deich, wie man so schön sagt, eine unbeschwerte Kindheit. Und dann haben alle vier sich geschworen, auf der Insel zu bleiben. Doch dann kam mit dem Abitur auch das Ende der Clique. Es gab einen schmerzhaften Bruch der Vieren. Und 20 Jahre später kehrt Hauke eben zu einer Lesung auf die Heimatinsel zurück. Und er hat einen Krimi gespielt, wo auch die kleine Inselbuchhandlung von Greta natürlich eine Rolle spielt, denn sie stellt dieses Buch zu einer Lesung vor und seine drei Freunde von damals sitzen im Publikum und die Frage ist so ein bisschen Freundschaft, wenn auseinandergehen, ob es gelingen kann, Zeiten zurückzudrehen, ob man Wunden heilen lassen kann und ob etwas Neues entsteht. Ich mochte Band 1 der Inselbuchhandlung super gerne, es war für mich wirklich ein ganz, ganz toller, ganz, ganz tolles Wohlfühl-Hörbuch, definitiv ein Buch für mich eher zum Hören. Ich glaube, beim Lesen würde ich mich nicht so wohlig fühlen, wie wenn ich das höre. Auch gesprochen richtig, richtig toll. Ich weiß, dass ich den zweiten Teil ein bisschen schwächer fand, was ich aber gar nicht schlimm fand, weil es mich trotzdem einfach begeistern konnte und unterhalten konnte. Und ich bin jetzt hier einfach auf den dritten Teil gespannt, weil ich es auch schön finde, wenn man nicht immer so vergangene Liebesgeschichten hat, sondern eben auch Freundschaften hat und dass die auch beendet werden. Was das mit einem macht, wie sich das anfühlt, was passiert, wenn man sich wieder begegnet. Und das finde ich einfach Themen, die sehr spannend sind, sehr interessant sind. Und da freue ich mich sehr drauf auf den dritten Teil dieser Reihe. Und weiter geht's ebenfalls mit dem Abschluss einer Reihe. Und zwar kommt der fünfte Teil von Redwood am 18. Februar von Kelly Moran. Der heißt Redwood Dreams. Es beginnt mit einem Knistern. Es gab ja drei Teile von Redwood Love. Dort haben wir drei Tierarztbrüder begleitet, die ganz unterschiedliche Herausforderungen im Leben hatten. Und jetzt bekommen wir mit Redwood Dreams so eine Art Spin-off, wo wir im vierten Teil dem Polizisten gefolgt sind, dem Sheriff. Und ich glaube, der hier spielt jetzt mit dem Feuerwehrmann, wenn ich jetzt nicht alles total durcheinander bringe oder drehe ich es komplett. Ich bin gerade gar nicht... Nein, der Sheriff, andersrum. Vorher hatten wir den Feuermann, jetzt haben wir den Sheriff. Und ich fand die Redwood Love-Reihe richtig, richtig schön. Mir hat Band 1 mega gut gefallen. Dieses Städtchen-Feeling, diese Brüder, die Liebesgeschichte, das war richtig, richtig toll. Leider hat das Städtchen-Feeling von Band zu Band ein bisschen nachgelassen. Gefühlt im vierten Teil hat man gar nichts mehr groß von Redwood gehabt, was ich echt schade finde. Und alle, die Empfehlungen haben für so Städtchen-Feelings, was in so eine Richtung gehen, würde ich mich freuen, wenn ihr die in die Kommentare, die Empfehlungen abgebt. Wir sind hier in Redwood, Oregon und wo die Liebe zu Hause ist. Es ist der abschließende Band der Bestsellerreihe und wir treffen hier auf Parker und der ist der Sheriff der kleinen Stadt Redwood. Und er gehört zu den wenigen Singles des Ortes, die nicht reißaus nehmen, wenn das sogenannte Drachentrio im Anmarsch ist. Das sind ja drei ältere Damen, die schamlos kuppeln. Und ich glaube, eine davon war auch die Tante der Brüder, die wir im Band 1 bis 3 kennengelernt haben. Er hätte nämlich gar nichts dagegen, verkuppelt zu werden, zumindest bis Maddie wieder in Redwood auftaucht, seine Erzfeindin aus Highschool-Zeiten. Sie ist die Einzige, die ihn mit nur ein paar Worten aus der Fassung bringen kann. Er würde sie am liebsten erwürgen oder küssen, egal, solange sie nur die Klappe hält. Ja, humorvoll, emotional und sexy, eine Liebesgeschichte zum Wohlfühlen. Und das glaube ich tatsächlich auch bei Parker, den wir bereits auch im vierten Teil kennengelernt haben, als guter Kumpel von unserem Feuerwehrmann. Und ich glaube tatsächlich, dass er genau das ist. Der ist humorvoll und es kann emotional werden und sexy. Und wenn ein Mann gefühlt solche Gefühle hat, so zum Thema lieber küssen oder erwürgen, ich finde, das macht ihn schon direkt sehr sympathisch, weil ich glaube, so geht es uns einfach allen immer mal. Und ich bin hier sehr gespannt auf den fünften Teil. Es wird von Kelly Moran, soweit ich das gelesen habe und gesehen habe, in diesem Jahr noch eine Auftakt einer Reihe geben. Und ich bin auch sehr gespannt, ob sie uns damit dann verzaubern kann. Und das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist der Auftakt einer Reihe. Und zwar erscheinen die am 28. Februar und ist die neue Reihe von Corinna Bohmann. Und das ist die Farben der Schönheit.
Und der erste Teil heißt Sophias Hoffnung. Es wird 3 Teile geben. Es erscheint der 2. Teil im Mai und im August dann schon der 3. Teil. Also finde ich sehr schön, dass im Grunde jetzt so im 3-monatigen Abstand die nach und nach erscheinen. Ich finde, da hat man noch nicht zu viel vergessen und kann da auch direkt dranbleiben. Ich werde wohl Corinna Bohmann wieder hören. Das hat mir ja bei den Frauen vom Löwenhof super gut gefallen und ich glaube, das werde ich hier auch bei Die Farben der Schönheit machen. Ja, wir sind in Berlin 1926, ein unerwarteter Aufbruch. Aufgewühlt verlässt Sophia ihr Elternhaus. Ihr Vater will sie nie wiedersehen, ihre Mutter ist in Tränen aufgelöst. Erst als sie vor ihrem Geliebten steht, begreift Sophia, dass sie das gemeinsame Kind allein aufziehen muss. Noch dazu als Unverheiratete. Verzweifelt reist sie zu einer Freundin nach Paris, wo sich ihr eine unerhörte Möglichkeit bietet. Die große Helena Rubinstein ist von Sophias Ausstrahlung und von einer ihr selbstgemachten Cremes begeistert. Und sie bietet ihr an, in ihrem Schönheitsimperium zu arbeiten. Sophia reist nach New York voller Hoffnung auf ein neues Glück. Das Schöne hier ist wieder, dass wir in einer Zeit starten, die, denke ich, sehr weit vor dem Zweiten Weltkrieg liegt. Und ich hoffe, dass wir davon nicht so viel erleben müssen. Wir sind anfangs in Berlin, scheinen dann nach Paris zu reisen und dann nach New York. Und das alles in den goldenen 20ern des vorhergehenden Jahrhunderts. Und wir selbst befinden uns ja jetzt auch schon in den 20ern. Und ich freue mich drauf. Ich finde, Corinna Bohmann kann so historische, starke Frauen sehr gut schreiben. Hat mir bei den Frauen vom Löwenhof auch schon sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich da manche Wendung nicht ganz so schön fand oder so manche Erzählweise. Ich hoffe, dass das hier bei Die Farben der Schönheit ein bisschen anders abläuft. Ich freue mich auf diese Reihe, werde sie, wie gesagt, auf jeden Fall hören und bin jetzt schon mega gespannt, wie mir diese Trilogie gefallen wird. Und das waren sie jetzt schon, die 5 Bücher. Tatsächlich ja doch viele Reihen, die beendet werden, tatsächlich 3. Ein Buch, was, ich weiß jetzt gar nicht, ob das von T.S. Orgel eine Reihe war oder ein Einzelband, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Und der Auftakt einer Reihe, also ja, man kann jetzt tatsächlich Reihen auch mal beenden. Das ist natürlich super, so im 2. Monat des neuen Jahres, wenn man da schon sagen kann, man hat ein paar Reihen beendet, ist das ja gar nicht so schlecht. Und ja, ich hoffe, euch haben die vorgestellten Bücher gefallen. Vielleicht habt ihr das ein oder andere entdeckt, was ihr auch interessant findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut gerne in die Infobox, wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Bücher euch ansprechen. Welche habt ihr auf der Wunschliste stehen für den Februar? Lasst mich das gerne wissen. Vielleicht ist ja was Inspirierendes dabei. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.